Was geht ab, liebe Leute? Hallo und herzlich willkommen zum letzten Einspielen von Dying Light für Dying Light The Following. Ja, wir spielen ja mal von der Ewigkeit Let's Play. Und zwar von einer halben Ewigkeit. Damals, das ganze Ding haben wir noch auf Englisch gemacht. Hat aktiviert. Beginne Briefing. Information. Kadir Suleiman, ein Politiker, der nach dem Ausbruch für Ordnung sorgen sollte. Sein Bruder Hassan fiel der Seuche zum Opfer, ehe wir ihn evakuieren konnten. Suleiman gab dem GRI die Schuld für Hassans Tod. Er stahl eine streng geheime Datei, mit der er den GRI erpressen will. Falls ihm etwas zustieße, sollte der Inhalt veröffentlicht werden. Informationen. Die gestohlene Datei enthält unvollständige Angaben zur Herstellung eines Heilmittels. Würde die Anleitung in dieser Form angewendet, wäre das Produkt äußerst toxisch. Die Datei enthält auch eine Beschreibung der Virionstruktur. Jeglicher Missbrauch könnte unzählige Leben kosten. Wir brauchen sie zurück. Details zur gegenwärtigen Lage. Suleiman schickte die Datei an einen unbekannten Helfer, der sie veröffentlichen soll, sobald er den Befehl gibt. Wir haben die Kommunikation der Stadt gestört, um ihn an der Veröffentlichung der Datei zu hindern. Ihr GRI-Funkgerät ist davon nicht betroffen. Es ist Ihr Joker. Verlieren Sie es nicht. Suleiman ist mittlerweile untergetaucht und benutzt einen anderen Namen. Wir vermuten, dass er nun eine der zwei Hauptfraktionen anführt, die in der... Wiederhole, finden Sie Suleiman und die Datei, um die Menschheit vor einer noch nie dagewesenen Katastrophe zu retten. Siehst du, das war kein Abwurffallschirm. Brecht ihm die Beine und bringt ihn zu Reis. Zurück mit euch! Los! Stopp! Lärm zieht sie an! Rückzug! Rückzug! Hier Jade. Krankenstation vorbereiten. Hab einen Kerl mit übler Kopfwunde und Biss am Arm. Mist! Ist Amir verletzt? Nein. Amir ist tot. Aber ich bring euch jemanden, der überleben könnte. Einer von uns? Mal sehen. Ja, liebe Leute, wie gesagt, das ist jetzt hier das letzte Einspielen vor Dying Light The Following. Ich muss mal wieder in die Steuerung reinkommen, ein bisschen, wie das alles funktioniert, wie alles geht und so weiter und so fort. Weil morgen soll es ja losgehen mit Dying Light The Following. Nur, ich habe jetzt keinen Plan mehr, wie die Steuerung funktioniert. Und deswegen habe ich mir gedacht, hier haust du mal eine Folge raus nochmal von Dying Light. Das Let's Play, wie gesagt, haben wir vor einer halben Ewigkeit mal gemacht auf Englisch. Ich weiß nicht mehr, wann wir es gemacht haben. Lies oder so, ne? Kneif du ihn! Du hast Angst! Hab ich nicht! Dann kneif ihn! Er blinzelt! Was? Da! Schon wieder! Was, wenn er ein Zombie ist? Ah! Zombie! Lauf! Ah.
Ich will dir mal ein bisschen hier angucken. Ich habe keinen Plan, wie das hier alles funktioniert. Okay. Okay, das ist quasi hoch runter. Springen kann ich jetzt mittlerweile gar nicht. Okay. Wieder so ein bisschen die Steuerung gewöhnt. Die Schlampe habe ich gar nicht da sein. Nee, habe ich nicht. Okay, so öffne ich die Tür, alles klar. Du schläfst 3 Tage lang wie ein Toter und dann erschreckst du Kinder? Fängst ja gut an, 31. Wo bin ich? Im Paradies, siehst du doch. Gut, und jetzt mal im Ernst. Geh zu Raum 190. Der Boss brieft dich dort. Was soll das heißen, 31? Frag den Boss! Frag den Boss! Warum auch nicht? 31, das ist deine Nummer. Wie bitte? Deine Nummer. Du bist der 31. Infizierte. Ich bin der 18. Hier wird alles gezählt. Eine Dosis Antizin weniger, ein Infizierter mehr, ein Kurier weniger. Ja, wir werden ja schwer so selber zum Kurier, ne? 31 Infizierte und nur noch 7 Kurier. Dem ist Amir jetzt tot? Ruhe. Ach, scheiß auf Ruhe. Jetzt kriegt der Amir Santizin. Hey, wo ist Raum 190? Oben. Okay, wie komme ich nach oben? Ah, hier bestimmt. Wir gehen drauf. Einer nach dem anderen. Ich suche nach dem Boss. Ist er dort drin? Oh, du bist 31. Geh rein. Normalerweise bin ich der Boss hier. Okay, der Steuerung her komme ich, glaube ich, wieder ein bisschen klar damit. Aber ich muss auch dieses ganze Training absolvieren. Hoch, runterspringen und so weiter und so fort. Boah, ich hab's mal vor einer halben Ewigkeit gemacht, ey. Aber damals noch auf Englisch. Man kennt ja die Situation im Dying Light. Ich glaube, ich muss das nicht nochmal von vorne erklären, was das wirklich das Problem ist. So lächerlich, dass ich auch finde. Ich fange die ganze Diskussion nicht immer von vorne an. Ganz ehrlich, ich habe wirklich Schnauze vorhin davon. Über diesen Mist aufzuregen, ehrlich gesagt. Hey, ich suche nach... Bist du der Boss? Bin ich dir zu jung? Probleme mit meinem Alter? Nein, ich... Du wolltest mich sprechen? Schon besser. Erinnerst du dich an irgendwas? Weißt du, wo du bist? Das hier ist wohl eine Art Zuflucht? Wir nennen es den Turm. Bracken und seine Kuriere haben das Ganze vor Monaten zusammengeschustert. Seitdem sind wir hier. Jagen nach GRE-Paketen, plündern und retten Leute. Ja, ich wollte der Frau danken. Gut. Wenn sie nicht wäre, würdest du schon an irgendeinem Schienbein nagen. Dein Antizin hat das übrigens nicht überlebt. Alles, was Jade retten konnte, war dein Funkgerät. Ja, toll. Könnte ich es wiederhaben? Tja, das brauche ich wohl dringender. Nee, Kumpel, da täuscht du dich. Na gut, hier. Weißt du, wofür Kuriere ihr Leben riskieren? Für Kerle wie dich. Du nimmst Antizin, das für jemand anderes bestimmt war, und gibst selbst nichts ab? Ich habe jetzt echt keine Zeit für deinen Bullshit. Ich erreiche einen meiner Leute nicht, weil unsere blöden Funkgeräte alle im Arsch sind. Tust du mir einen Gefallen? Ich kann dich und dein kostbares Funkgerät nicht mehr sehen. Also mach dich woanders nützlich. Wir können im Turm keine faulen Säcke gebrauchen. Hey, das ist unfair. Ich bin nicht faul, ich... Hey, Boss. Verstecken. Dieser Kerl ist bloß im 13. Stock. Könnte aber genauso gut in der eingestürzten Mine stecken. Komm später wieder. Und ich bin nicht der Boss. Bin ja zu jung. Ich bin Rahim. Bracken hat ja das Sagen. Ja, ja, das stimmt, der stimmt ja später, ne? Kann das sein? Ich bin nicht faul. Begeben Sie sich in den 13. Stock. Wie komme ich da nochmal hin? Kennst du das? Was sagt der Zombie zu seiner Begleitung? Bitte, Fahrspieler, ne? Boah, Leute, ich kenne die Anfänger alle gar nicht mehr, ganz ehrlich. Das ist sowas von extrem lange her einfach. Wo willst du denn hin?
Zum 13. Stock. Ich soll da was für Rahim holen. 13? Oh, scheiße. Das wird eklig. Aber wir müssen uns halt alle ins Zeug legen, oder? Im Training kommen, der Rest, dann reicht mir das schon. Mehr brauche ich gar nicht. Nur nochmal dieses Trainingsgelände und so weiter und so fort, das passt halt. Hier sind ja einige draufgegangen. Crane hier. Wo waren Sie? Wir warten jetzt schon seit 70 Stunden auf Ihren Bericht. Was ist passiert? Ja, ich hatte das Funkgerät verloren, aber meine Deckung ist intakt. Noch kein Kontakt mit dem Anführer. Seine Identität ist noch nicht klar. Ich achte darauf, mich anzupassen. Verstanden. Die Zeit drängt, Crane. Denken Sie daran. Da wäre noch was ich. Ich wurde gebissen. Hab keine Symptome, aber hier heißt es, ich sei infiziert. Dann sollten Sie sich wohl schleunigst Antizin besorgen. Hilfe! Oder? Hilfe! Bitte! Was zum Geier? Okay, gib mir das mal her. Okay, alles klar. So schlage ich drauf, alles klar. Den Arm verletzt. Bei der Flucht vor ihm. Gott! Du musstest ihn töten, nicht? Verdammt! Das war mein Bruder. Ich bin hier runter, um ihm zu helfen. Ruhig. Alles wird gut. Ich hole Hilfe. Rahim, hier Crane. Bin im 13. Stock. Hör mal, dein Mann hat's übel erwischt, als er vor einem Zombie fliehen wollte. Oh, Scheiße. 31? Du hast Mark gefunden? Ist da unten sicher? Jetzt schon. Gut, bleib dort. Ich schicke Lena runter. Halt still. Lena wird jeden Moment hier sein. Du musst Verbandszeug auftreiben. Und Alkohol. Nimm beides zusammen. Das stoppt die Blutung. Bitte, mach schnell. Bleib ruhig, ja? Bin gleich zurück. Oh kein Plan mehr, wo das ganze Zeug war. Ah, ich hab doch eine Taschenlampe. Was für geht das? Also nehme ich nochmal Sachen auf, ne? Ich hab kein Plan mehr, wo das ganze Zeug war. Okay, so laufe ich ein bisschen schneller. Alkohol. Boah, hier bin ich keine Ahnung mehr, Leute. Ich hab ehrlich gesagt keinen Schimmer. War hier nochmal irgendwas? Da komme ich gar nicht mehr rein. Waren das ganze Zeug nochmal? Aber hier konnte ich gar nichts mehr öffnen, ne? Nee. Kann ich da nochmal rein? Nee. Sterben wir ja schon nicht, so ist es ja nicht. Okay, es gibt gar nicht so viele Räume, wo ich rein kann. Kann ich hier rein eigentlich? Da hast du Nägel. Sieht voll gemütlich aus, ne? Voll stylisch, sauber und alles. Aber trotzdem weiß ich nicht mehr, wo ich hin muss.
ich da rein? Nee. Leute, ich hab keinen Plan mehr, wo die Sachen waren. Aber absolut null. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Einfacher, glaube ich, für mich zumindest. So, liebe Leute, wir sagen mal hier kurz einen Folgenbreak. Kann ich hier die Tür öffnen? Nein. Wir sagen dann bis zum nächsten Part von Dying Light, der wahrscheinlich auch dann der letzte sein wird. Bis dahin, haut rein. Wunsch ist.